Mama, mir ist langweilig. Was kann ich machen? Warum spielst du nicht mit dem Schiff? Damit habe ich gerade die ganze Zeit gespielt. Heute ist so schönes Wetter. Wir könnten doch eine Fahrradtour machen. Aber das ist doch langweilig. Also mir gefällt die Idee. Ja, und wir können Freddy direkt mit den Fahrrädern abholen. Na gut, dann komme ich mit. Super, das freut mich. So, ich hole schnell die Helme. Die sind hier in der Kiste. Jetzt schmiere ich noch schnell ein paar Brote. Wo ist denn die Picknickdecke? Vielleicht im Korb? Nein. Oder dort hinten? Auch nicht. Ach ja, ich habe sie in den Schrank gelegt. Okay, wir können los. Johannes, hast du die Trinkflaschen der Kinder eingepackt? Oh, das habe ich ganz vergessen. Mensch, Johannes, du hattest nur einen Drop. Naja, ich hole sie schnell. Na kommt, wir gehen los. So, noch Freddys Anhänger. Jetzt aber ab zum Kindergarten. Ihr könnt hier warten. Ich gehe schon rein. Und da geschah es. Durch den magischen Zauberspruch wurden alle Tiere wieder lebendig. Es war, als würde der Wald von einem Moment auf den anderen wieder erwachen. Die Blätter tanzten im Wind, die Sonne strahlte hell und der Himmel war so klar, dass die Feen wussten, dass nun alles wieder gut werden würde. Ah, Luna ließ den Kindern gerade vor. Freddy, du bist abgeholt. Schade. Hallo, na, wie war's in der Kita? Schön. Das freut mich. So, noch deinen Rucksack mitnehmen. Wir machen gleich eine Fahrradtour. Wie schön. Dann ganz viel Spaß und ein schönes Wochenende, Freddy. Tschüss, Luna. Hallo, Freddy. Kommt, wir fahren los. Da sind Pferde. Ja, wie süß. Ihr könnt sie gerne streicheln. Wem die Pferde wohl gehören? Ich denke dem Hofi in der Nähe. Das sind die Pferde futtern. Hier gibt es ganz viel Gras. Fressen Pferde Gras, Malte? Ja, es ist sogar gesund für sie. Okay, dann pflücken wir welches. Hier, Pferd. Kommt, wir müssen auch mal weiter. Schade, aber na gut. Oh, hier ist doch ein perfekter Platz zum Picknicken, oder nicht? Ja, das stimmt. Mama, wo ist eigentlich der Picknickkorb? Wie, wo ist der Korb? Stimmt, er ist nicht da. Ach du meine Güte, ich habe ihn zu Hause vergessen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Mann, ich habe richtig Hunger. Ich weiß, es tut mir total leid. Naja, immerhin bin ich endlich mal nicht der Verpeilte. Johannes! Aber Moment mal, da vorne ist doch ein Imbiss. Tatsächlich? Na, wer kommt hier wehgerufen? Juhu, lass uns gleich hinfahren. Hier könnt ihr eure Fahrräder abstellen. Komm, Freddy, ich hebe dich raus. Ihr könnt ja schon mal schauen, was ihr essen wollt. Guten Tag, was darf es denn für Sie sein? Hallo, wir hätten gerne zwei Burger, zwei Hotdogs, eine Portion Pommes und ein Wrap. Alles klar. Darf es denn noch etwas zu trinken sein? Ja, Kirschsaft und Wasser für uns alle bitte. In Ordnung. Sie können sich hinsetzen, die Bestellung kommt sofort. Dieser Tisch ist doch schön. Ja, da hat man einen guten Ausblick auf den Wasserfall. Schaut mal, der Mann angelt. Die armen Fische. So, hier ist Ihre Bestellung. Der Rest kommt auch gleich. Vielen Dank. Wow, das schmeckt sehr gut. Stimmt. Ach ja, ich wollte euch noch etwas fragen. Und das wäre? Naja, dieses Jahr gibt es in den Sommerferien wieder ein Sportcamp. Und Bennett geht dahin. Da wollte ich wissen, ob ich auch darf. Das klingt gut. Ja, aber ich muss mir noch genauere Informationen anschauen. Grundsätzlich habe ich aber nichts dagegen. Okay, danke. Ich gehe dann mal bezahlen.
Das macht 16,50 Euro bitte. Hier, bitte sehr. Dankeschön. Und hier ist noch Ihre Geld. Mama, dürfen wir noch zum Wasser? Ja, klar. Ich habe kurze Kleidung in Papas Rucksack dabei. Da könnt ihr auch mit den Füßen ins Wasser. Oh ja! Aber passt bitte auf Freddy auf. Ja, tatsächlich. Mama, ich fasse den Wasserfall an. Schön. Aber pass auf, dass du nicht nass wirst. Okay, es ist schon spät. Wir sollten langsam zurückfahren. Oh nein, das kann ja wohl nicht wahr sein. Zum Glück sind wir bald zu Hause. Ich will schnell ins Trockene. Es ist immer noch so warm. Da wollte ich eigentlich draußen bleiben. Und ich habe wieder Hunger. Na, dann habe ich eine Idee. Ja, so ist es doch gemütlich. Ich hoffe natürlich, dass euch die Geschichte gefallen hat. Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.